Salut zusammen! Die mich noch nicht kennen, Zollkeims, Forst- und Landtechnik AG, 3555 Trubschachen. Ich möchte euch mal auf diesem Weg ganz fest Danke sagen. Für das Vertrauen, das ihr uns immer schenkt, dass wir euch dürfen schöne Landmaschinen ausliefern und eure Maschinen dürfen reparieren. Wir sind ein diesjähriger Agrimesse 2022 mit der Brillmeier Motormeier nicht vor Ort. Wir haben uns gesagt oder haben uns entschlossen, Ende Jänner sagen, nein, wir tun grosse Veranstaltungen noch ein bisschen meiden. Zum Schutz von euch, liebe Kunden, oder auch zum Schutz von uns, weil ja das Corona ist ja immer noch vorhanden. Die Fallzahlen sind immer noch sehr hoch und darum wette ich mir nicht, dass ihr von uns oder umgekehrt angesteckt werdet. Der neue Brillmeier Motormeier Modell 2022 könnt ihr aber an Agrimesse am Stang von unserem Händler, der Firma Erni in Menznau, besichtigen. Und er tut euch sicher die neuen Features, die Brillmeier ins Leben gerufen hat, erklären und seinem schönen Agrimesse-Stang zeigen. Wir hätten euch natürlich ganz gerne unser neuestes Kind zum Brillmeier Motormeier, die hydraulische Schwenkplattform, die hydraulische Personenentlastung und die Zusatzhydraulik, die wir zum Brillmeier haben können und bei uns die Trubschachen bauen wird, an Agrimesse zeigt. Jetzt ist das so nicht möglich und darum probiere ich etwas Neues und euch das System und die Funktion über unseren YouTube-Kanal näher zu bringen und vorzustellen. Für das gehen wir aber jetzt zusammen in die Werkstatt und schauen das gerade geschwind vor Ort bei einer Maschine zusammen an. So, jetzt wären wir hier in der Werkstatt. Ich würde euch jetzt das gerne an dieser neuen Brillmeier Maschine mit der Flexispeichstachelwalze. Vorne ist Silomax montiert. Der Kunde hat einem Mitbewerberfahrzeug vorher montiert gehabt. Er hat sich jetzt auf den Frühling entschieden, er brauche eine schlagkräftige Maschine und hat bei uns so einen schönen Brillmeier Motormeier gekauft, wo wir dann ihm so zusammen mit dem neuen 3,5 Meter Meierwerk ausliefern. Ihr seht, hinter die Schwenkplattform, die man demontieren kann. Wir sehen die zwei Pendelrad und wir haben hier auf der rechten Seite die Bedienung von diesen Zusatzoptionen. Da, wo wir lenken, haben wir drei Schalter. Der ganz rechts, der ist für die Schwenkplattform zu betätigen. Gegen links schwenken, gegen rechts schwenken. In der Mitte ist die Zusatzhydraulik. Wir haben die Möglichkeit, Zusatzhydraulik, einen zusätzlichen Zylinder oder einen Hydraulikmotor an diesen zwei Zusatzanschlüssen anzuschliessen. Der dritte Schalter wäre unsere Personenentlastung. Wenn wir ihn gegen unten drücken, schwenken die zwei Pendelrad gegen Boden schwenken. Wir schwenken hier an diesem Bandrad, in meinem Fall wäre jetzt das 90 Kilo Vorspannen,
Das heisst, wir geben an diesem Manometer 90 bar Entlastungsdruck vorgeben. Durch die hydraulische Personenentlastung spielt es absolut keine Rolle, was ich vor für ein Gerät montiert habe, ob das nur ein 2 Meter Mähwerk ist oder ein 350 Mähwerk oder ein Multitwister oder egal wie schwer das Bedienerperson ist, ob die 55 Kilo ist oder 120 Kilo ist, spielt absolut keine Rolle. Wir können stufenlos das auf jeden Bediener einstellen und durch das haben wir immer einen sehr kurzen Weg, der zwischen Rad- und Anbaugerät gewährleistet, dass uns das Mähwerk zum Beispiel im extrem kupierten das Futter sehr sauber abholt oder auch der Multitwister oder jetzt in diesem Fall ein Silomax das Futter in der Hohle oder auf dem Grat sauber aufnimmt, ohne den Boden zu beschädigen. Jetzt würde ich dann geschwind die Maschine starten. Ihr hört mir aber nicht mehr wegen Motorenlärm, aber ich tue euch das alles nochmal so zeigen, dass ihr seht, wie das Ganze mit dem laufenden Motor funktioniert. Schwingen, ein Bild mit der geschwenkten Plattform. Ihr seht, also im Hang, wir schwenken geschwind die Kamera, die Maschine wird schräg, der Bediener steht im Lot, also ihr habt hier die Möglichkeit, im Hang immer schön aufrecht zu stehen und komfortabel mitzufahren. Das war es von der Präsentation. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ich hoffe, die Präsentation hat euch gefallen. Ihr habt jetzt also die Möglichkeit, mit dem Brillmeier, Motormeier, der hydraulischen Schwenkplattform und der hydraulischen Personenentlastung sehr komfortabel im Hang bis 85% mitzufahren. Das könnt ihr natürlich auch an euren bestehenden Brillmeier nachrüsten, ab Jahrgang 2013. Oder könnt auch eine neue Maschine, Modell 2022, genau mit diesen zusätzlichen Optionen so bestellen. Jetzt möchte ich euch Danke sagen für euer ganz grosses Interesse am Brillmeier Motormeier. Wir freuen uns auf die nächste Saison. Wir sind für euch da. Wünschen euch alles Gute, ganz einen schönen Frühling, bleibe gesund und ein anderes Mal. Danke vielmals.